Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Willkommen zum dritten und letzten Tasting-Video jetzt hier vom Davis County. Also der Straight Bourbon habe ich schon mal probiert, fand ich, naja, ein bisschen zu jung, aber okay an der Nase. French Oak war wesentlich besser, allerdings ein kleines bisschen mehr Sägemehl im Moment. Sehr holzig, French Oak, 6-monatige, neu französisch Eichenfässer-Finish. Okay, aber heute geht es darum, tatsächlich unser Cabernet Sauvignon. Also Fässern aus Napa Valley, also Vereinigten Staaten, Kalifornien. Da hat Lex Row tatsächlich hier, Lex Co. ist eigentlich der Name der Firma. Lex Row ist der Brennerei, dafür gesorgt, dass diese Fässern hier, diese Whisky praktisch da drin lag für nochmal 6 Monate. 55 €, 59 €. Früher 92 € viel zu teuer. Also gibt es eine lange Geschichte dazu, der sehr kurz erklärt wird. Lex Co. hat einen neuen Importeur und die Importeurpreise sind günstiger. Deshalb auch der Online-Shops und der Händlerpreise auch wesentlich günstiger. Ich habe bisher nur Gutes davon gehört. Also Whisky Enjoy, der Konstantin hat die auch drei auch schon probiert. Der ist ein treuer Kunde von Mikes Whiskyhandel dort in München. Mike hat sie zuerst, er hat sie auch denn dort auch besorgt und hat den hier, glaube ich, wenn ich nochmal weiß, von seinen Verkostungsvideos am besten gefunden. Ich werde den allerdings hiermit vergleichen und wer bis zum Ende bleibt, wird sehen, wie ich mich blamiere wahrscheinlich. Ich werde tatsächlich alle drei, auch der French Oak, blind gegeneinander verkosten und sehen, ob ich das herausschmecken kann. Also trainieren, trainieren, trainieren für Whisky Jason hier. Ja. So, das Besondere hier dran ist dann genau, das ist nur der Finish dazu, ist, wir haben ein Mashbill, der Roggen enthält. Also, und wir haben ein Mashbill, der Weizen enthält. Also, Heaven Hill im Grunde produziert hier einen Auftrag für Lexco noch. Bis ihre eigene Brennerei denn Sachen hat, die zu alt sind, dass sie selbst produzieren können. Also ich erwarte 2022, 23, spätestens 24, dass so etwas denn dort vom Lex Row Distillers, so heißt deren Brennerei, geproduziert wird für Lex Co. Und da, um das nochmal komplizierter zu machen, Lex Co. wurde aufgekauft vom MGP. Also Bullet Rye wird dort gemacht, Dickel Rye wird dort gemacht, MGP, Lawrenceburg, Indiana. Und da haben sie jetzt die Möglichkeit, ihre eigenen Produkte, wie auch zum Beispiel hier Rossville, Union, Rye, wie auch den George Remus hier nach Deutschland und andere Länder besser zu vermarkten, weil sie schon Vertriebswege haben. So, meine Nase. Immer noch finde ich diese Nase sehr angenehm. Sehr vanillig, cremig, süß, würzig, schön. Und unser Cabernet Sauvignon. Erstmal ein bisschen flacher, aber dann kommt leichte Beeren. Also ein bisschen rot. Interessant, interessant. Diese Flasche hier finde ich trotzdem besser an der Nase. Diese Flasche hier verspricht einiges. Und das sind estrogierende, Rotwein, trockene, Tannin-Moment hier drin. 59 €. Whiskey Base Nummer 160708. In der Vereinigten Staaten Vereinigten Staaten kostet diese Whisky 45 bis $50. Der kostet 40 bis $45. Wenn man den findet. Wobei es gibt kaum Shops, die zumindest laut Whisky Base den haben. Beide dieser Flaschen, alle drei Flaschen sind 750 Milliliter, kein einzig Umetikettierung und so weiter. Ja, ist so momentan, dass das irgendwie durchgeht und ich bin dankbar dafür. Cheers. Ich habe mehr Karamell und Marshmallow hier. Diese baut total ab. Kriegt auch ein bisschen diesen Sodbrennmoment davon. Das ist nicht ein Whisky, den ich sehr empfehlen möchte. Besonders nicht für diesen Preis. Also, ich habe diesen Whisky so eine 3. Nicht wirklich sehr im Geschmack, ein 3 plus, ein 3 gegeben und auch im Preis 4. Solide. So, und jetzt unser Cabernet Sauvignon. Ich habe jetzt hier der Ausgangsprodukt und jetzt, was hat diese Rotweinfässern aus Napa Valley in
in Kalifornien mit diesem Whisky aus Kentucky gemacht. Oh, ich will noch mal lesen hier. Was steht da drauf? Distilled in Kentucky. Interessant, weil hier steht distilled and aged in Kentucky. Dieses hier und auch der French Oak stehen da nur distilled in Kentucky. Offenbar, die Fässern wurden nicht nur in Kentucky gereift. Das heißt, die französische Eichenfässer und die Rotweineis-Eichenfässer waren wahrscheinlich in Kalifornien. Und statt die Fässer nach Kentucky zu bringen, haben sie der Whisky der nach Kalifornien gebracht. Und da, okay, lass uns sehen hier, da steht auch dann hier tatsächlich Bottled Four. Und hier steht Bottled Four auch. Das Bottled Four Lex Row Distilling in Bardstown, Kentucky. Ich könnte fast vermuten, ich werde nicht wetten, aber ich könnte fast vermuten, dass der auch in Kalifornien abgefüllt wurde. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, gut, gut, gut. Cheers. Wow, der French Oak ist so viel besser. Oh, nee, nicht meins. Der Cabernet Sauvignon ist sehr, sehr präsent, um das ehrlich zu geben. Wow. Aber nicht unbedingt schön. Bitter, herb, holzig. Das war ein Experiment, der eigentlich nicht weitergegeben werden sollte. Man hat es probiert und merkte, nope, und dann was macht man damit? Oh, man verkauft den trotzdem. Oh, wow. Also da würde ich lieber das hier trinken als das. Au. Konstantin, habe ich dich irgendwie unrecht getan? Hast du gedacht, dass der French Oak besser war oder hast du gesagt, dass der Cabernet Sauvignon besser war? Denn ich kann nur sagen, der French Oak ist okay. Aber das hier, nee, danke. Interessant, das war auch hier bei The Whiskey Wash. Die haben auch alles verkostet hier. Und die haben tatsächlich nur der French Oak hier tatsächlich ein 4 von 5 gegeben und alles andere eher ein 3,5 von 5 gegeben. Also die waren nicht unbedingt dann davon begeistert hier. Der Cabernet Sauvignon, die sagen, die können den Rye-Moment hier rausschmecken, aber der Finish ist ein bisschen mehr Honig. Dieses pfeffrig, fruchtig und ein bisschen Nelken. Nee. Nee, also, sorry. Okay, nochmal. Vielleicht war ich das. Keine Ahnung. Gut, eindeutig bin ich das, aber diese Whisky hier, wow. 4, Preis-Leistung 5. Oh, und auch hier diesen Sodbrennen-Moment dazu. Also, Finger weg. Es sei denn, du möchtest gerne, gerne, gerne eine holzastringierende, fruchtige, also der Frucht ist wie eine rote Grütze der Übersäuerer. Eine übergesäuerte rote Grütze ist das. In ein Bourbonfass. Nee, also. Ach. So, Frage des Tages. Welche Rotwein-gefinischte Produkte aus der Spirituosenklasse, Whisky besonders, könnt ihr empfehlen? Also diese Bourbon hier kann ich nicht empfehlen. Ist absolut nicht mein Ding. Also, ich gebe es noch eine letzte Chance hier. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also, ich habe den tatsächlich auf 40% herum verdünnt. Diese bärige. Also diese Brombeermomente vom Cabernet Sauvignon, der da ist, kommt ein bisschen mehr durch. Also verdünnt ist der halbwegs okay. Das wäre ein Dreier-Whisky.
Ja, ich habe zum ersten Mal im Leben, erstes Mal in meinem Leben hier gegoogelt, was denn das Geschmacksprofil von Cabernet Sauvignon. Ich liebe Cabernet Sauvignon. Also gute aus Kalifornien, die nicht so teuer sind. Manche aus Südafrika, manches kommt dann doch auch aus Australien und so weiter. Und da sind dunkle Früchte wie Pflaumen, schwarze Kirschen, dunkle Kirschen und Brombeer. Da kriegt man auch ein bisschen Vanille, Lakritz, ein bisschen schwarzen Pfeffer, vielleicht sogar Tabak und leichte Ledernoten. Also irgendwie würde ich sagen, boom, würde einfach total super schön mit einem Bourbon zusammenpassen. Aber hier kann ich nicht sagen, dass das so ist. Zumindest nicht bei 48%. Wie schade, wie schade. Also, ich werde es noch ein letztes Mal hier verdünnt mir gönnen. Und sehen, ob ich das tatsächlich einfach mal. Also mit meinen Geschmacksknospen funktioniert er nicht bei 48%. Aber bei 40% würde der tatsächlich gut gehen. Das verwundert mich schon ein bisschen. Der ist eigentlich auch interessant lecker bei 40%. Da kommt echt Geschmack durch. Also diese Brombeeren, diese ein bisschen auch diese Leder, Tabak und Pflaume kommen da durch. Aber darüber ist dieser Holzmoment, der zu stark prägt. Also meine Theorie ist, und das ist immer wieder nur eine Verschwörungstheorie bei mir, diese Whisky hier war zu lang im Fass. Eine 6-wöchige Finish wäre vielleicht besser und leckerer als eine 6-monatige Finish. Wir wollen ganz kurz, boom, diese Wein-Influence, also Einfluss, aber nicht dieses holzige. Und da ist auch die Frage, was für Fässer benutzt wurden. Ist es amerikanische Eiche, ist es europäische Eiche? Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Also, ich finde hier absolut gar nichts von wegen, welche Fässern das waren. Also, Rotweinfass heißt dann amerikanische Eiche, europäische Eiche, ich weiß es nicht. Werden wir so sehen. Gut, dann holen wir mal hier unser Blind Tasting einfach mal Set hier raus. Und dann schauen wir mal, wie sehr ich mich blamiere oder nicht blamiere. Gut, also diese drei Gläser hier werden wir ganz kurz einfach mal austauschen, weil ich nichts weiß, was ich hier tue, wie immer. Gut, dann schauen wir mal, ob ich daraus riechen kann, was ist. Aha, viel mehr Alkohol. Habe ich hier. Gut. Schauen wir mal, ob ich mal blamiere. Der erste war, ich glaube, das könnte der französische Eiche sein. Ist richtig. Das könnte der normale sein. Ist richtig. Und das ist unser Rotwein. Damit war ich verwirrt von Anfang an. Boah, der ist fruchtig. Okay, gut. So, ich kann sie wenigstens hier erstmal erkennen, was das ist mit der Nase, glaube ich wenigstens. Wobei hundertprozentig sicher war ich nicht. Ich war 50%, 75% sicher. Okay, gut. Ohne viel ranzuriechen, erstmal probieren. Also ich habe hier Sägemehl ein bisschen. Eine Süße. Aber der baut ein bisschen auch ab. Könnte der normale sein? Ich glaube nicht, dass das meine Cabernet Sauvignon Wir machen weiter. Nummer zwei. Viel, viel weicher. Sägemehl-Moment. Muss mein französischer Eiche sein.
Gefällt mir am besten bisher. Und zum Schluss könnte, dürfte mein Cabernet Sauvignon sein, oder ich habe mich hier vertan. Aber ich habe nicht die Tanninen-Momente. Ich habe nicht die astringierenden Momente. Ich habe eher Süße denn da. Französische Eiche bin ich sicher. Zu 80%. Palate Fatigue, also meine. Gut, französische Eiche muss das hier sein. Boom. Neutral, der normale. Wow, Jason. Riechen und schmecken. Das hier, die beiden, also eine ist französische Eiche und eine ist hier Rotwein, Cabernet Sauvignon. Fifty-fifty. Eine Affe würde es besser hinkriegen als ich. Das müsste eigentlich hier meine Cabernet Sauvignon sein. Das hier müsste eigentlich meine französische Eiche sein. Yep. Und yep. Okay, interessant. 50-50, ja? Wow, Leute. Also, Blind Tasting. Nachdem man sowieso denn da schon zwei Videos vorher gedreht hat. Nicht die allerbeste Idee. So, vielen Dank, Davis County, French Oak, falls man irgendeine kauft. Damn, bang, das ist meine Empfehlung. Sonst würde ich sagen, Finger weg von der Cabernet Sauvignon. Muss nicht sein bei dem Straight Bourbon Whiskey hier, aber. Danke, dass wir die Möglichkeit haben zu sehen, was ein Whisky damit verändert wird durch Fassreifungen bei Bourbon. Alles Gute, Whisky Jason hier. Wir sehen uns jeden Tag 17:30 Uhr, jeden Sonntagabend 21 Uhr. Bis dahin, ciao.